Hallo, mein Name ist Dasha. Heute erzähle ich euch von dieser Currypflanze. Wie man verwandelt die Blätter aus dieser Farbe in diese Farbe. Wie man das macht, zeige ich euch gleich. Damit macht man's. Da ist Schrauben. Da ist Eisen drin, vor allem viel. Schrauben, die bestehen aus Stahl. Ein großer Nährstoff für diese Currypflanze. So, zu tun ist. Okay. Also, jetzt wieder. Wir tun Schrauben in durchsichtiges Wasser. Die Schrauben bleiben immer drin. Egal, ob sie rausfallen. Wir tun sie wieder rein. Aber da kommt auch ganz normales Wasser rein. Wird in Mineralwasser umgewandelt. Aus Mineralwasser wird Rostwasser. Zuerst ist es grau. Dann wandelt sich es um in schwarz. Und von schwarz wird dieses wunderschöne Kakaobraun. Aber jetzt zeige ich euch mal die Wurzel. Der größte Currypflanzenast, den messen wir jetzt mal aus. Hier ist die Wurzel. Und da gießen wir dieses Wasser drauf. Dieses Wasser kommt genau auf diese Wurzel oder auf diese Wurzel. Oder beide. Ja, genau. Oder auf beide. Aber hier ist auch Zitronenpflanze und hier sind grüne Paprika. Und jetzt muss ich noch. Das zeige ich euch jetzt. Ja. Und hier darauf. Genau, und da. Jetzt die Blätter aus dieser Farbe oder aus dieser Farbe in die Farbe zu verwandeln. Ende der Wende.